Heidiho, Leute, willkommen zur ersten Jubiläumsfolge der Staffel 3 in Bögis Welt. Denn wir kommen heute zum 2100. Fakt. Ja, und mit dabei ist heute der Jan. Moin. Moin. Jubiläum. Jubiläum. Im neuen Jahr. In der neuen Staffel. Ja, wenn ihr mal wünscht, dass ihr mal so eine DVD-Box bekommt, so Staffel 1, Staffel 2 oder sonstiges, schreibt es in die Kommentare. Weil wir sind ja auch noch nach wie vor dran an Bögis Welt, das Spiel. Das ist so ein Kartentrinkspiel, Wissensdingen, ne? Sind wir ja auch bei. Rohfassung steht, ist auch schon getestet. Könnt ja dann mal so eure Vorschläge, was man denn noch so mit Bögis Welt alles machen kann, in die Kommentare abgeben. Ja, legen wir mal los, ne? Es gibt kaum Studien zur Intelligenz von Katzen, weil diese sich einfach weigern, daran teilzunehmen. Auch eine Art von Intelligenz. Also wenn nicht sogar hochintelligent. Ja, ne? Da bedarf es keiner Studie. Ja, genau. Eine Studie fand nun heraus, dass Jungen in erster Linie Alkohol trinken, um ihre Männlichkeit zu beweisen. Alkohol! Alkohol! Ne? Also Jungen wollen mit Alkohol... Alkohol! In erster Linie ihre Männlichkeit beweisen. Im Gegensatz dazu trinken Mädchen... Alkohol. Alkohol! Küsschen. Weil sie dann eine Ausrede für ihr Verhalten haben. Möchten. Ne? Also, ich habe ja Alkohol getrunken, das war, da konnte ich ja gar nichts für. Doof sind sie nicht, ne? Ja. Ne, aber so den geistigen Hintergrund dazu, ne, mal zu wissen, ja. Warum die Kiddies mit dem Saufen tun, ne, ist ja auch mal nett. Als Mann sagt man immer, weiß ich, keine Ahnung. Ja. Ja, so von wegen, wann warst du zu Hause und sowas, ne, also die Mütter, die fragen das ja meistens eigentlich immer. Ja. Und auch Stiefmütter fragen das. Und Stiefmutter heißt auf Schwedisch Bonusmama. Ist ja auch nicht schlecht. Noch eine dazu. Noch eine dazu. Obwohl ja die Mama eigentlich Moa heißt, ne? War das auf Schwedisch? Ja, oder ich meine. Das, ne? Ich meine, das war Schwedisch. Moa, Mormor und ja, Gammelmoa. Und Bonusmama. Und Bonusmama, ja. Ja, ist die Family komplett. Aber lustig. Ja, Bonusmama ist lustig. 42% aller Männer und Frauen verraten ihre Sexfantasien noch nicht mal ihrem Partner. Also die behalten sie für sich. 42%. Ne, reden da nicht drüber, was die für Fantasien haben. Die lebt man ja auch nicht mit dem Partner aus. Ach so. Ja. Ach so. Dafür gibt es ja so Etablissements. Wo die Damen und Herren dann hingehen. Ja. Ach so. Schweigepflicht haben die da ja. Ja, ja. Man ja, nennt ja. Es Kirche. Ach so, ja, ja. Komm, der war gut, da müssen wir. Der war echt böse.
apropos böse. Ich habe jetzt, ne, alle Leute reden über Syrien, ja? Ich will jetzt auch endlich mal was zu Syrien sagen. Ne, so. Was Böses? Nein, so im Allgemeinen. Ich möchte einfach nur mal zu Syrien sagen, in Syrien kommen 23 Fledermausarten vor. Jetzt ist es vom Tisch. So. Ich finde das echt gut, dass du das mal ansprichst. So, und mehr sage ich zu Syrien jetzt auch nicht mehr. Schluss. Stöckelschuhe wurden ursprünglich für Männer entworfen. Damit die, ihren Stand gemäß etwas erhöht gehen konnten. Ne? Also, ne? Ne? Stöckelschuhe wurden ursprünglich nur für Männer entworfen. Ja, irgendwann haben sich das dann die Weiber gekrallt. Da galten dann Stöckelschuhe nicht mehr als maskulin. Da haben sie sich dann, die betrunkenen Frauen, haben sich die Stöckelschuhe angezogen und haben gesagt, ich war ja betrunken, da kann ich ja nichts zu. Ja, wahrscheinlich. Und das hilft gegen Inkontinenz. Ja, genau. Das hatten wir ja auch schon mal, wer sich erinnert. Und steigt die Orgasmusfähigkeit bei Frauen. Ja, wegen dem Beckenboden, wegen der Beckenbodenmuskulatur. Das war aber alles noch in Staffel 2, also ne, müsst ihr mal ein bisschen. Ist ja noch nicht so lange her, also. Ja, könnt ihr nochmal in die Archive, könnt ihr nochmal ein bisschen zurückblättern. Gerne nochmal alles durchschauen. Als Belohnung für den Physik-Nobelpreis spendierte die Carlsberg-Brauerei dem Physiker Niels Bohr eine Freibierleitung ins Haus. Ja, das ist doch mal eine coole Sache. Er war strikter Antialkoholiker. Das ist ja egal, aber auf jeden Fall hat er frei. Hat er genug Leute da zum... Stell dir vor, da kommt so in unerschöpflichen Massen kommt hier ein Zapfhahn hoch und du kannst einfach und es kostet nichts. Ich glaube, er wäre nach 2 Wochen tot. So viele Fakten gibt's gar nicht. Jubiläum. So viele Jubiläen gibt's gar nicht. Also, wir machen auch mal hier irgendwie den Physik-Nobelpreis, dann kriegen wir vielleicht auch mal. Dann kriegen wir vielleicht von unserer Hausbrauerei auch mal eine Standleitung gelegt. Das reicht ja auch, wenn man mal sich umsonst das Bier da holen kann. Das ginge natürlich. Das muss ja keine Standleitung sein. Also obwohl, das alte Brauhaus ist da hinten, das könnten sie ja vielleicht wieder reaktivieren. Ach so. Ja. Dann wird die Leitung nicht so lang. Dr. Bob, bekannt aus dem Dschungelcamp, ist eigentlich ein australischer Special-Effekt-Künstler, Maskenbildner und, okay, nebenbei ist er auch noch ausgebildeter Rettungssanitäter. Aber unter anderem hat er bei dem Film Matrix mitgearbeitet. Ne? So als Special Effect Künstler. Ne? Das ist Dr. Bob. Dr. Bob! Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Obwohl, das ist doch eigentlich die Indiana Jones Melodie, oder nicht? Ja. Ja, ne? Hat sich De Moe gut geklaut, ne? Ich weiß auch nicht, warum die das gemacht haben zu Dr. Bob. Aber es würde ja passen. Ja, hier kommt der Dr. Bob. Ja, hier kommt er. Es ist Dr. Bob. Ja, ich weiß es nicht. Als Lumbersexuell oder Lumbersexual bezeichnet man Männer, die wie Holzfäller aussehen. Also Buschigen Vollbart, so ein Kreuz und kariertes Hemd an. Ja. Und eine Axt in der Hand. Und vielleicht noch eine Axt. Ja. Lumbersexuell. Ja. Lumba oder Lumbersexuell. So Lumba, ja, ist ja das englische Wort für Holzfäller. Ja. Lumbersexuell. Also praktisch der L aus Hör mal, wer da hämmert, wäre Lumbersexuell. Ja, das könnte man, glaube ich, so sagen. Richtig. Ne, wer die Fernsehserie Hör mal, wer da hämmert kennt, dann gibt es ja auch den Assistenten L.
mit so einem Rauschebart und immer karierte Flanellhemden an, ne, der wäre dann lambasexuell. So stelle ich mir jetzt das so vor, ne? Das glaube ich nicht, Tim. Wale sind Säugetiere und müssen daher Süßwasser trinken. Das in ihrer Heimat, diesen salzigen Weltmeeren, nicht vorhanden ist. Wie schaffen sie das? Das ist ganz einfach. Wale fressen nämlich mit Vorliebe Tintenfische und Quallen, deren Körper zu einem hohen Prozentsatz aus Süßwasser besteht. Indem sie Quallen und Tintenfische essen, trinken sie auch praktisch gleich. Ne? Dadurch nehmen sie Süßwasser auf. Coole Sache. Das ist, ja, das ist geschickt. Das ist sehr geschickt. Tja. Nicht, dass ihr denkt, wir sind jetzt bescheuert. Nein. Das sind wir sowieso, das brauchen die ja gar nicht erst denken. Richtig, deswegen sage ich es ja. John Lennon absolvierte in den 1970er Jahren eine mehrwöchige Urschreitherapie. Ah! Ah! Urschrei. Urschrei. Ah! Ah! She loves you. Ah! She loves you. Ah! Habt ihr auch schon mal eine Urschreitherapie mitgemacht? Oder habt ihr Nachbarn, die schreien? Schreibt's einfach in die Kommentare. Schreit's in die Kommentare. Oder schreit es in die Kommentare. Während des eines 75-jährigen Lebens wandern rund 30 Tonnen Nahrung und 50.000 Liter Flüssigkeit durch den menschlichen Darm. Ja, 30 Tonnen Essen und 50 Tonnen, also Liter, 50.000 Liter, das ist eine ganze Menge. Dann wollen wir unserem Darm noch mal was zu tun geben, ja, ne? Und auch die Leber bedankt sich. Jo. Der Zweite Weltkrieg endete 1945. Doch das hielt den japanischen Leutnant Hiro Onoda nicht davon ab, auf der pazifischen Insel Lubang im Dschungel weiterhin die Stellung zu halten. Alle Nachrichten über die Kapitulation Japans gegenüber den USA hielt er für eine List des Feindes. Tja, erst als sein damaliger Kommandeur im Jahre 1974 persönlich auf die Insel kam, hat der Soldat aufgegeben. So lange hat er sich da verschanzt und für Japan gekämpft. Da gibt es übrigens einen Film drüber, ne? Gibt es? Ja. Zwei Asse trumpfen auf mit Bud Spencer und Terence Hill. Ach ja, da war ja so ein kleiner Japanese, ne? Hinter so einem Palisadenzaun. Ja. 74, ja, das kann hinkommen. Das war damals, 1974, war das groß in der Presse, ne, dass da noch so ein einzelner Japaner auf irgendeiner Insel da rumkämpfte. Mhm. Ja. Aber wann genau der Film jetzt ist, kann ich jetzt gerade nicht genau sagen, aber das gab es ja da. Aber ja, ich tendiere mal zu, zwei erste Trumpfen aufkam, kam nach 74. Also 74 war es groß in der Presse und vielleicht haben die das ja aufgegriffen. 70er, denke ich, dass es in den 70ern war, ja. Ja. Ende 70er vielleicht. Damals waren die ein bisschen schneller mit Filme drehen. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr den nicht kennen solltet, guckt euch den Film an. Genau. Guckt euch alle Bud Spencer Filme an. Und Terence Hill. Und Terence Hill auch. Der Künstler Eminem schenkte dem Sir Elton John, dem Musiker, zu seiner Hochzeit
zwei Diamanten besetzte Penisringe. Ach ja, das ist... Can you feel the love tonight? Aua! 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 Zum einen stelle ich mir Diamanten besetzt als scharfkantig vor. Was ich mir dann im Nachhinein schmerzhaft vorstelle, so im Nachhinein. Und zum anderen würde mich mal interessieren, woher Eminem die Penisgröße von Elton John und seinem Freund wussten. Aber ich hatte einfach gefragt. Ach ja. Oder die sind dehnbar. Ja. Weiter bitte ins Kopfkino, ja. Ja, dann machen wir noch. So, Christoph Kolumbus hat auch schon mehr Jungfrauen gesehen. Aber Christoph... Der hat mehr Jungfrauen gesehen als wer? Mehr Jungfrauen, nicht mehr, sondern mehr. Ach, mehr Jungfrauen? Mehr Jungfrauen. Nicht mehr Jungfrauen. Nicht mehr Jungfrauen. Christoph Kolumbus beschrieb diese Meerjungfrauen allerdings als fettleibig und hässlich. Historiker gehen jetzt davon aus, dass es dabei sich um diese Zeit in Europa der unbekannten Seekuh handelt. Ne, also, ne, also die vermuten, Christoph Kolumbus hat Seekühe gesehen und hat die dann fälschlicherweise oder verständlicherweise für Meerjungfrauen gehalten. Ne, also Seekühe waren zu seiner Zeit in Europa gänzlich unbekannt. Da gehen ja viele von aus, dass sie diese Manatis gesehen haben. Genau. Manatis werden die auch genannt. Ja. Ne, und Walt Disney, du musst Ariel umschreiben. Das müssen alles solche... ohne rote Haare. Die sich die Haare aus dem Gesicht pusten, unter Wasser. Genau, genau. Ne? Das müssen alles hässlich fette Kühe werden. Seekühe halt, ne? Jede Stunde, die man schläft, nimmt man ca. 42 Gramm ab. Also könnte man so gesehen so eine Schlafdiät machen. Ja, ja. Gut, man müsste natürlich dann auch nicht so viel essen. Ne, wenn du 10 Stunden schläfst, sind 420 Gramm. Und wenn du davor die 14 Stunden weniger als 420 Gramm zu dir genommen hast, dann nimmt man ab. Dann nimmt man ab. Tja, ganz einfach eigentlich. In einem Schneegestöber von 50 Minuten Dauer, Gott sei Dank, dass wir diesen Scheiß hinter uns haben, fallen rund 75 Milliarden Schneeflocken. Also innerhalb von 50 Minuten Schneegestöber kommen 75 Milliarden Schneeflocken runter. Wer hat das gezählt? Der Schneeflocken-Intruder. Intruder? Ja. Aus der Kult-Comic-Serie Die Simpsons entstand in den USA eine Religion, die man die Homeristen nennt. Und derzeit 1117 Mitglieder hat. Das ist aber nicht viel. Reicht aber, um als religiöse Gemeinschaft anerkannt zu werden. Was machen Homeristen? Die so? Bier trinken. Bier trinken, strahlendes Zeug fressen. Nein, das frisst er ja nicht. Nee, hat er immer nur an sich, ne? Der Frau auf den Zeiger gehen, dusselige Streiche spielen. Die Kinder würgen. Die Kinder würgen, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das ist bestimmt Grundsatz der Religion, die Kinder immer zu würgen. Wobei er das schon lange nicht mehr macht. Ich glaube, da haben sie wahrscheinlich schon wieder irgendwelche Leute drüber aufgeregt und dann haben die das gelassen in der Serie. Ja. Ja, wir kriegen das ja immer nur zeitverzögert mit hier in Europa, ne? Und was ja, dann, was aber man merkt es schon, also wenn man die älteren Folgen sieht, dann... Da wurde mehr gewirkt, das, ne? Er musste ja mal so eine Therapie machen, wie er sich fühlt, wenn man gewirkt hat. Ah! Urschreitherapie. Nee, eine Würgetherapie. Ah! Aber auf Hummer.
Simpson. Vom Saufen kriegt man ja manchmal auch so ein Geweih, ne? Also so ein Kopf. Ein Kopf? Ein Kopf. Vom Saufen kriegt man manchmal Kopf. Ja, das also ist so ein Geweih, ne? Ja, nee, das krieg ich dann, das habe ich dann aber hinten. Das Arschgeweih? Ja, ich lasse mich da immer tätowieren, komischerweise. Ach so, das hast du mir noch gar nicht gezeigt. Das ist auch hier nichts für diese Kameras. Also auch wenn du jetzt kein Geweih hättest. Ja. Und du wärst ein Hirsch. Ja. Dann wärst du ein Mönch. Was? Weil Hirsche ohne Geweih nennt man Mönche. Ach, Hirsche ohne Geweih nennt man Mönche. Mönche, ja. Vielleicht ist das ja deswegen sind das ja die Mönche, die dann ihre, ne, hier, wegrasieren und dann... Ja. Dann kommt das ja davon wahrscheinlich. Das könnte sein. Mönch. Hirsch ohne Geweih. Jägermeister das ist, ohne. Das ist wie der Macker, ne? Ja. Der kastrierte Esel. Jo. So Leute, kommen wir zum Jubiläumsfakt 2100 in der dritten Staffel von Bögis Welt. Und das geht so richtig ab hier, weil Heroin wurde bis Ende der 1920er Jahre als Husten- und als Schmerzmittel verschrieben. Und auch eingesetzt und auch genutzt. Ja. Hanf durfte man ja früher auch immer verwenden für alles. Ja, Hanf ist ja auch heute, ne, aber Heroin ist doch schon mal eine zehn Nummern härter als Hanf. Aber du musst vielleicht denken, damals war es noch erlaubt und dann wäre ja keiner auf die Idee gekommen, sich das irgendwie da... Okay, vielleicht doch, aber alles, was verboten ist, das reizt ja auch dazu, dass es... Ja, richtig. Und solange es Medizin war und solange es Medizin war und verschrieben wurde, dann hat es ja auch kaum einer genommen. Ja, siehste. Es gab ja auch in den Jahren auch noch radioaktive Zahnpasta und all so einen komischen Kram. Und da konntest du ja auch Arsen fressen und war auch irgendwie so ein Mittel gegen irgendwas. Also 20er Jahre war ein heftiges Zeitalter. Wenn du das geschafft hattest, dann warst du top. Ja, bist du durch die Medizin bist du kränker geworden als vorher, ne? Obwohl das heute ja manches Mal auch so ist, ne? Ja, gut, wer weiß, was wir für Scheiße fressen. Ja, richtig. Aber damals hier Sissi, ne, die hat ja auch gekokst. Richtig. Das war ja richtig. Auch gang und gäbe. Darf ich Ihnen einen Spiegel Koks anbieten? Jo. Nein, danke, ich versuche abzunehmen. Nein, danke, ich bin auf Flüssigdiät. Das noch was. Jubiläum. Jubiläum. So. Tja, Leute, so ist es. Wird nicht anders. Macht es hübsch. Bis zum nächsten Mal. Wir gucken jetzt nochmal Bud Spencer Filme. Meinst du, wollen wir einen Bud Spencer Abend machen? Müssen wir mal machen. Müssen wir mal machen. Bis denn, ne? Ciao!